Ring frei für die nächste Runde hier bei The Wind Waker HD. Alle Freunde, willkommen zurück. Und ja, wir sind wieder mal voll im Geschäft, wa? So, gehen wir ganz kurz da hoch, denn wir haben einen mächtigen Enterhaken und wollen jetzt Makorus helfen. Die Frage ist eben noch, wie? Jedoch sollte das jetzt eigentlich nicht mehr so das Problem sein. Zack. Sagt er zack. Jedoch. Das hat er wehgetan, Link? Nö, hat noch drei Herzen. Minecraft 3 Herz One, yeah, wer kennt das nicht? Ich sage nur Skyward Sword, 6 Herz One, Let's Play, was denn irgendwie doch wieder, naja, wisst schon. Nie so wirklich ein 6 Herz One, Let's Play war, ach du Scheiße. So, Steuermann halt ein bisschen zu sensibel. Doch, was soll's? So, kommt da jetzt irgendwie, ah, da ist er bereits. Voll eins rübergezwirbelt, so muss das sein, muss rüber hin. Na, groß ist dort, wa? Yep, dort ist er. Gut. Yeah! So, jetzt natürlich, wir haben hier zwar noch den Schatten davon, aber gar keine Rolle. Spielt keine Rolle, denn jetzt können wir ja das Teil hier anhaken und... Oh. Ja, okay, umgekehrt halt. Zuerst, zack. Und jetzt. Das ist eine Glanzidee, Link. Das war intelligent wie eh und je. Muss man einfach mal so sagen. Hm, was kann ich dafür? Ja, ich weiß, meine Schuld. Entschuldigung, Link. Hey, Makorus, na, alles klar? Ist ja gar nicht dank oder so. Nö, bei ihm ist natürlich klar. Was gibt's denn hier? Ein Glücksamulett. Sehr schön. So, natürlich die Frage, Makorus. Ich will eigentlich das Teil oder noch holen. Die Frage ist, kann er uns dabei helfen oder eher weniger? Er muss ja hoch, weil er muss ja E1 und so. Das heißt, er muss mit mir rüber. Okay, gut. Machst halt alleine. Ihr seht schon, Freunde, bin ein bisschen zwiegespalten. Das ist geradeaus. Muss er dort schräg rüber. Okay. Versuchen wir es mit Makorus. Wieder zurück im Team. Und das wieder. Yeah, 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 yeah. I believe I can fly. Gut. Hm, Mana verbrauchen. Dürfte eigentlich nicht mehr notwendig sein, aber ich fürchte mal, er kommt nicht so weit, wa? Natürlich kommt er nicht so weit. Wie könnte es anders sein? Wir versuchen's. No risk, no fun. Knapp. Knapp, aber klappt. Knapp, aber klappt. Auch nicht schlecht. Oh nee, wo kommt der denn jetzt bis her? Mein Freund Michael, ich glaube, ein Enterhaken könnte an den Bäumen. Ja, genau. Dafür ist nämlich. Wow! Die Bäume eigentlich da. Was ist jetzt überhaupt? Hä? Da bist du, komm her, Mann. Na, warte. Ich kriege schon noch. Wo ist er jetzt? Wow! Alter Arschabacke, hey! Schnell! Yo! So, um bin ich! Oh! Da will ich mich eh nicht. Was macht der dort? Was soll das? Auch geil, wa? Die Frage natürlich, kann ich mal kurz von hier oben noch erreichen? Ja, versuch's mal. Hab's noch so nie getestet. Klappt sogar! Makorus muss weg hier. Kannst du eigentlich mich an, oder? Dann kann natürlich mich an! Das war scheiße. Okay, das bringt so nix. Ich muss ihn auf die alte, almolische Weise platt machen. Jetzt reicht es mal endgültig. Hier setze ich natürlich die Eispfeile ein. Und das Gefühl, müssen wir mit Feuer kommen. So. Na, gefällt dir das? Tschüssikowski. Arsch mit Ohren. So, was machen wir mit dem? Na, ist immer ein bisschen mühsam. Mit einer Hand, da wird schon gut gehen irgendwie. Ja. War zwar schön, aber irgendwie nicht gerade das, was ich wollte, wa? Ja.
So. Und tschüss. Schnell gefroren, wa? Markus? Lebst du noch? Oh, Hilfe! Ich muss weg hier! Allerdings, es war schnell. Und mach mal Chorus, machst du sehr schön, das machst du sehr brav. Wir müssen noch, hast du es geschafft? Yeah! Geil, wa? Freunde, vorhin überlegt, die ganze Zeit angenommen, jetzt hier müssen da bei den Weißen Stadt Medoli und Makurus halt doch noch irgendwie einen Zora und einen Kokiri finden. Die können uns gar nicht helfen, hey. Mein Kokiri kann keine Bäume wachsen lassen, kann nicht fliegen. Ja. Und der Rest davon, ups. Entschuldigung. Bisschen verwirrt. Dem geht's gut. Klingt dafür gar nicht, ich versuche gerade mal was, ob das klappt. Klappt sogar. Geil. So, kommt her. Ich will auch einfrozen. Die Eisfalle ist so geil, Freunde. Vor allem auch, weil es halt bei, Ocarina of Time eigentlich so... Ja, im Grunde genommen gar keinen richtigen Einsatz hatten, aber hier sind sie echt... Geilomatico, yeah! Ja, Majora's Mask hat natürlich auch einen großen Auftritt, aber die will ich jetzt nicht, weil ich Majora's Mask... meiner Schande gestehen muss, nicht so wirklich gezockt habe damals. Komm her! Natürlich nicht schlecht. Kann ich an die vielleicht irgendwie. Das falsche Item. So. Ne, geht so natürlich nicht. Ich muss das explizit so machen. Jo, zwar, was willst du? Hey, mal kurz. Stehst mir im Weg, Alter! Der geht wieder runter, natürlich ganz toll. Was mache ich da euch hier? Ja, ne, Herft, hallo. Oh, was soll's. Stück für Stück. Oh, das wird wieder ganz kacke. Makurus, was machst du denn noch dort? Ich hoffe, wir sind noch da unten. Wenn nicht. Aber ein Problem. Er schafft das. Er ist Makurus. So. Plopp. Der zweite. Fehlt noch einer, oder? Ganz ruhig. So. Haben wir's. Kommt einer da hoch und kann ihm helfen. Meine Güte. So. Haben wir jetzt irgendwelche Probleme hier noch? Oder kann ich dich wieder... Hier bin ich. Tschüss. Mann, nee. So ein Mistviech kann ich gar nichts machen. Ja, ist klar. Neue Feen, glaub's auch. Mann! Wow. Was, eine Fee fühlt nur 10 Herzen sich gerade? Doof. Ach, egal. Wir brauchen nicht viel mehr, Freunde. Du, das schaffen wir. Das kriegen wir schon hin. Scheinbar doch nicht. Blup. Sehr schön. Wieso tut mir gerade meine rechte Schulter weh? Tja, eine Gamer-Schulter, wa? Andere haben Tennisarme und so, wir haben natürlich Gamer-Schultern. Ne, nicht Gamer-Schultern, natürlich Gamer-Schultern. So, komm raus, Mann! Ich will die Eins über die Ome klatschen! Geht doch. Meine Fresse, war das eine schwierige Geburt, hey. Gibt's ja nicht, wa?
Ich wünsche, es gäbe es nicht. So. Dann denke ich mal mit Makos und mir, oder? Fast. Schon besser. Wie schwer Makos sein muss, wa? Ja, das war alles, wa? Wir haben da eigentlich im großen Raum und so, nicht wahr? Aber trotzdem, gerade viel gebracht hat sie nicht. Oder vielleicht doch? Mal gucken, da vorne sind wir immer eine Truhe. Schon mal etwas für den Anfang. Dort war, glaube ich, was war denn hier drin? Noch ein Glücksamulett. Ich glaube, ich krieg zu viel. Tja. Wollte eigentlich eher weniger. Tschüss. Ich hasse die Dinger und Bams und runter mit dir. Vielleicht hat es noch etwas Schönes dahinter. Ich glaube so eher weniger. Pfeile kann man natürlich immer gebrauchen und nicht mit den schweren Stiefeln an. So. Und jetzt den auch noch. Was ist denn dort hinten? Meist nichts Brauchbares. Ja, Mana kann man allerdings immer gebrauchen. So, muss ich jetzt weiter? Geradeaus, brauche dafür was Besonderes. Glaub schon, war, muss ich irgendwie drüber kommen. Makorus, ich brauch dich. Ich komme schon. Oh. Ist ja auch mal praktisch, wa? Müssen wir mich in Makos festhalten? Nee, oder? War doch nicht so. Das ist doch ganz anders in Erinnerung. Ich weiß bloß nicht mehr wie. Das klingt hey. Und gleich Gegner? Nö, wa? Naja, Makos wäre mal drüben. Wann ist das mit Link schon wieder? Weil er kommt da ja nicht hoch. Doch Permakorus? Nee. Oh. Ich habe eine Idee. Und jetzt mit dem Windström, dass sie bis hier hochgehen und dann ging das irgendwie so? Übel, wenn man. Ich kann natürlich da runter sehen, gar kein Problem. Wie kann man denn wieder zurück, wenn da was schief gehen sollte? Das Ganze mal von da drüben angucken. So. Ja, sieht alles soweit auch gut aus. Doch Permakorus da hochziehen. Mein Versuch kann ich sie mal, aber. Relativ wenig Hoffnung. Das in der Entfernung war. Makorus ist ja theoretisch Holz, war so, würde die Vermutung stimmen. Aber dass der genug Holz sein soll oder genug stark sein soll, um mich da hochziehen zu können, naja. Was? Nein! Was war das gerade? So, kurz ausruhen hier. Yeah. Und da weiter hoch. Alter. War das gerade knapp, Freunde. Mein lieber Scholli. So, jetzt geht's aber. Ja, also, versuch's mal, wa? Wie gesagt, ich glaube sehr weniger. Ich habe das Gefühl, ich muss da unten den Propeller aktivieren und dann kam ich hoch. Ja, scheint wohl so. Ne, keine Chance, mit Makos komme ich da nicht lang. Kannst du da drüben noch was versuchen, aber... Das war mehr so für, naja, Items halt nicht, wahr? Da muss ich echt spät nochmal zurück. Oh, naja, versuchen es mal! Ups, das war gerade ein falscher Knopf. Entschuldigung, Link! Ich muss irgendwie dann... Ja, so ging es ja, wa? Die aktivieren und dann müsste wieder drehen. Oder auch nicht.
Ach so, dafür war das. Ja, jetzt sehe ich es wieder, jetzt sehe ich es wieder. Mann, bin ich doof. Von da oben, ey. Makoros, freier Fall. Ja, er tut gar nichts, ist klar. Oh Mann. Tja, Holz müsste man sein, wa? Sprießebaum, sprieß aus der Herde hervor. Hervor vor allem. Nicht so, Makoros, nicht so. Ah, schön. Das wollte ich doch. Meine Fresse. So, gehst du mal ganz hoch. Da hoch, Makoros, du schaffst das. Ich glaube an dich. Oh, Entschuldigung, wollte ich gar nicht. Also das gerade. Hat sich voll angeschlagen, ey. Ich muss aber gleich wieder kommen, oder? Ja, da kommt doch wieder, muss da ein bisschen vernünftiger vorangehen. Gut, das hilft dir doch. Nein! Achso. Da zieht mir trotzdem Mana, aber ich glaub's auch. Also Energiemann natürlich. Fang jetzt mal oben, ach so, geht doch. Nein, ich wollte doch gerade... Makoros, jetzt bin ich wieder unten. Alter, was für eine Kacke hier. Karte sagt was, ich muss, ja. Okay, würde stimmen die Richtung. Sollte aufhören, dankeschön. So, und jetzt darüber dann, bitteschön, wenn ich mal bieten darf. Yeah! Ich drücke bekloppt, ich muss darüber. Ja. Wir haben es geschafft, na endlich mal. So, links du auch noch. Und damit er die richtige Peilung habe, zu starker Wind! Stimmt die Richtung zumindest, ja, die Richtung stimmt. So, machen wir es so, nicht wahr? Und dann warten, bis da der Wind kommt, dann setzt er das Blatt ein, dann müsst ihr da... So geht's nicht! Warte! Mann! Wir müssen da... Sag bitte nicht, muss man da erst drauf fallen lassen, wie so ein Bekloppter. Ja, scheinbar schon. Wuhu! Was? Er wollte ihm sagen, hey, da wäre es ein bisschen sehr doof gewesen. So, meine Güte, dass immer so nerven müssen, wa? Oh. Gut, Freunde, holen wir uns noch ganz kurz die Truhe da, dann geht's dort runter, holen uns das und dann geht's zum Endboss. Meine Fresse. Oh, scheiße, wir haben Makoros mitgenommen. Haben die gerade O gesagt? Ganz ein bisschen nach meiner Stimme, aber das war garantiert nicht ich. Ja, eigentlich ja billiger Gegner, wa? So, er will noch, wer noch nicht? Das ist eine neue Tanz. Boom! Breakdance for the win! Tschüss! Das ist ein Vollidiot, ey. So, und jetzt? Die Truhe geht doch. Meine Güte. Und bitte die Schatzkarte. Nein, es sind Schlüssel, verdammt! Wofür denn? Hierfür oder was? Okay, zurück ins erste Geschoss. Meine Fresse. Ja, jetzt ist lustig.
Erste Geschoss, also da runter. Wie genau dann? Da quer rüber. Sprich, da drüber wäre richtig. Natürlich ohne Wind machen und so, nicht wahr? Und Bomben brauchen, weil sonst... Ja, ihr seht schon, da unten ist mal so ein Typ, der meint, er müsse Stress machen. Zwei wieder! Gut! Wunderbar! Ein bisschen Mana bitte und ein bisschen Kohle könnt auch nicht schaden. Ein bisschen sehr viel verbraucht. Yo, yo, yo. Sehr schön, so. Komm her, Kleiner! Ich komme schon, Gebieter! Nein, du sollst! Mann! Das sind bloßen Flug nicht mehr. Oh, ja, bist ja selber schuld, hey. Mann, wie doof kann Makos eigentlich sein? Ein Stück Holz. War das halt eben kurz? Meine Fresse, hey. Und wir sind halt Stückchen weit. Wollte es eigentlich nicht haben. Nein, nein, nein. Ich hatte schon bereits zu viel geflogen. Ich fliege einfach weiter. So. Auch nicht schlecht eigentlich. Was sagt die Karte, Makorus? Bist du ungefähr richtig? Er ist sogar richtig. Sprich einfach nur darunter und dann haben wir's. Da ist er bereits. Yeah! Da bin ich, wer der Michael. Ja, ja. Schon klar. Oh. Nein, jetzt kommen die Viecher wieder. Aber die Richtung stimmt, das ist schon mal etwas. Schon mal sehr viel wert. Jetzt wünsche ich nur noch, das Item würde stimmen. Mann, Link! Alter, also manchmal, ey, die Steuerung spuckt einfach manchmal total. Ja, jetzt klappt es wieder. Ja, wie gesagt, manchmal. Manchmal. Das ist immer ein Scherz, oder? Moment, da kommt er da rüber. Ja, aber trotzdem kann ich es nicht aktivieren. Nein! Hm, mach's halt selber. Komm her. Ah, Mann, du Dämmerchen, nervst langsam! Das ist langsam, nervst schon lange! Jetzt nervst du nicht mehr. Oh, Freunde, Freunde, der Part wieder mal. Der Part, wo ich den Endboss noch in diesem Part machen und führte mal, daraus wird wieder mal nichts werden. Aua! Haben wir nicht mehr gesehen, Entschuldigung. War mein Fehler. Ah, ja, die Türe dort. Dort ist ein vielleicht, wenn wir Glück haben, der Master Key mal. Concentration pur! Also wohl da. Zu meiner Concentration pur! Geht doch. Makurus? Come on! Schafft das? Ah! Tut mir leid, Mann! Oh, schafft's kaum hoch. Naja. Gut, Freunde, das machen wir ganz kurz noch. In alle Richtungen. Booms, Fallera. Und die nächste Türe, so. Hoffentlich lass bitte der Master Key Schlüssel. Ach du Scheibenkleister. Was ist das denn? Okay, Freunde, ich muss da ganz kurz mal ein Foto machen. Scheiße. Na. Halt's mal auf, vermutlich wird's nichts bringen. Hm.
Genau, weil den brauchen wir noch. Der ist gerade mit Umhang oder so, keine Ahnung. Jedenfalls macht er ziemlich mehr Schaden, hoffen wir zumindest mal. Wow, was soll ich denn machen, ey? Ich hätte zwar eine Idee, aber... Konzentration pur, Freunde! Du willst die Fresse haben, ja? Du willst... Hast du Kimbeer drin? Sieht geil aus! Haben nicht genug für mich. Das ist eine Waffe. Jetzt reicht's aber. Das war's mit dem voll an die Wand gepfeffert. Hey, sah das übel aus. Alter. Aber sehen wir mal, wa? Bisschen Konzentration. Ich habe keinen Schaden genommen. Ist das geil. Ich muss sagen, solche Kämpfe liebe ich, hey. Kämpfe auf Leben und Tod gegen wahre Monster. Deswegen freue ich mich auch schon auf Twilight Princess, weil da gibt es eine Ebene. Oder so eine Art, ja, sag jetzt mal so eine Art, man könnte fast ein Training sagen, nicht wahr? Wo man auch gegen mehrere auf einmal catchen muss. Ich glaube, gegen 4 oder 5 auf einmal in so einem engen Raum. Das wird dann echt geil. Den großen Schlüssel. Wir haben ja, wir können endlich zum Endboss gehen. Schön, schön, schön. Ich soll euch Fotos mal gucken. Ja, also der musste ja, sein geht gar nicht anders. Der vermutlich auch. Ich gucke danach mal, weil wir die Fotos abgeben. Naja. So, Freunde, würde ich mal sagen, das war's hier bei der Wind Waker HD. Ich überlege ganz kurz über da mit Makoros. Muss eigentlich nach unten gehen, wa? Nach ganz unten. Soll ich ihn bereits mal unten lassen? Wäre sicher einfacher, wa? Der quatscht schon wieder. Zack, so, mal ganz kurz hier noch. Und dann das Part Band, wie bereits erwähnt. Geht's im nächsten Part beim Endboss und zum Weg zu ihm weiter. Und wir erleben, wie Makoros der neue Weise des C4-Tempels wird. Yeah, Mann! Ja, der war ein Schattengrabscher. Oder ja, Bodengrabscher hier. So, Makoros, wir gehen noch ganz kurz in den Raum zurück. Dann ist für uns alle nachher einfach. Wollte schon sagen, neben den ganzen Gegnern und so. Nee, machen wir so. Nach unten noch bringen. Nee, mach so. Gut, Freunde, wie gesagt, bereits erwähnt, wir haben ja alles. 1 EG und so. Wenn halt nächstes Mal mit dem Part neu, also sprich das Spiel neu starten müssen. Aber wir haben ja bereits genug Krüge aktiviert, das ist gar kein Problem. Gehen da runter, dann zum Endboss, also Tour dann und holen. Ist hoffentlich eine Schatzkarte drin und ja. Also dann, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal hier bei The Wind Waker HD im letzten Part für diesen Tempel. Oh ja, Mann. Und dann geht's endlich ab zu Ganondorf. Nicht ganz, aber bald schon. Bis dann, ciao zusammen!